Hallo zusammen, ich grüße euch. Schildkröten sind keine Kuscheltiere. Das habt ihr sicherlich schon einmal gehört. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich denke, jedem ist klar, dass Schildkröten einfach deswegen keine Kuscheltiere sind, weil sie einen harten Panzer haben und man mit denen einfach nicht so gut kuscheln kann wie mit einer richtig weichen Katze oder einem anschmiegsamen Hund. Trotzdem aber bedeutet kein Kuscheltier noch weitaus mehr, als manche vielleicht tatsächlich vermuten. Keine Kuscheltiere bedeutet nämlich auch, anders gesagt, es sind reine Beobachtungstiere. Hier kann man sich vielleicht schon eher etwas vorstellen, was der Unterschied zwischen Kuscheln und Beobachten ist. Beobachten bedeutet immer, ich schaue mir etwas an, ohne das zu berühren oder einen gewissen Abstand einzuhalten, um hier nicht störend einzugreifen. Warum ist das so? Schildkröten sind zwar durch ihren Panzer gut geschützt. Der ist hart und robust und hält einiges aus. Aber Schildkröten sind relativ langsam und dieser Panzer verschließt sich nicht wie bei einer Dose rundherum zu, sondern die Schildkröte ist trotzdem angreifbar. Und das heißt, die Schildkröte hat durchaus ihre Feinde und instinktiv ist bei ihr verankert, dass sie sich vor diesen Feinden schützen muss und möchte. Und wenn ein Feind doch dann dahin kommt, dann bedeutet es wahnsinnig viel Stress, weil sie sich nicht dagegen wehren kann. In der Regel kommen die tagaktiven Feinde von oben, Vögel zum Beispiel oder auch ein Hund. Und demzufolge möchten sich einerseits die Schildkröten natürlich vor allem so schützen, dass sie nicht von oben sichtbar sind. Das heißt, sie lieben hier Verstecke. Das Gras jetzt hier ist nun nicht unbedingt das erste Mittel der Wahl. Aber im Prinzip möchten sich Schildkröten verstecken unter Büschen, unter Sträuchern, unter einem wirklich wilden Flair. Wer sich schon mal den natürlichen Lebensraum angeschaut hat, und zwar nicht den, der durch Hotelanlagen und Landwirtschaft zerstört wurde, sondern der, der noch wirklich möglichst unberührt ist vom Menschen, der weiß dann auch, wie so ein Lebensraum wirklich aussieht. Das hat nichts mit flach gemähten Rasen und Obstplantagen und so weiter zu tun, sondern das ist wirklich richtig dicht bewachsenes Dickicht mit Dörnern und allem möglichen Kram, wo die Schildkröten sich wunderbar verstecken können. Wenn wir nun aber einerseits durch fehlende oder unzureichende Struktur den Schildkröten diese Möglichkeit des Versteckens nehmen, auch wenn es freiwillig aufgesucht werden kann. Trotzdem nehmen wir ihnen diesen Bereich. So übernehmen wir andersherum auch die Rolle der Feinde. Wenn wir die Schildkröte also nun von oben packen und sie hochnehmen, dann verliert die Schildkröte den Bodenkontakt und ist natürlich wahnsinnig viel Stress ausgesetzt. Sie weiß nicht unbedingt, dass wir das gut meinen und sie eigentlich nur ganz doll lieb haben, sondern es ist wirklich in Verbindung mit einem feindlichen Angriff. Sicherlich darf man hier realistisch sein, dass eine Schildkröte, die tagtäglich gewohnt ist, ins Frühbett getragen zu werden, dass die ein bisschen mehr Stress auf diese Art ab kann als eine Schildkröte, die im natürlichen Lebensraum so etwas nicht gewohnt ist. Trotzdem aber ist es Stress. Wir übernehmen also die Rolle der Feinde, indem wir die Schildkröte von oben packen und den Bodenkontakt unterbrechen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Schildkröte nur dann hochnehmen, wenn es wirklich nötig ist. Das andere ist aber trotzdem, dass es ja auch Feinde gibt, die über den Boden krabbeln, wie zum Beispiel Ratten. Und so ist es auch so, wenn wir dann zu den Schildkröten hingehen und sie streicheln oder am Kopf streicheln oder die Gliedmaßen berühren, dann kann auch das ein gewisses Maß an Stress bedeuten. Auch hier darf man wieder realistisch sein. Die Schildkröten, die in Gefangenschaft geboren sind und den Menschenkontakt gewohnt sind, die reagieren tatsächlich relativ optisch stressfrei auf solche Berührungen, während die im natürlichen Lebensraum sofort alles einziehen und sich zurückziehen und davor schützen möchten. Aber trotzdem geht es hier immer um den Respekt dem Tier gegenüber. Das heißt, auch wenn die Schildkröten in Gefangenschaft ein bisschen mehr sich den Menschen angewöhnen, so haben sie trotzdem instinktiv verankert, dass eine gewisse Distanz oder
Berührung oder Verlust vom Bodenkontakt, wenn man da eingreift, dann ist es immer noch Stress. Nicht so viel wie bei den wildlebenden Schildkröten, aber der Stress ist vorhanden. Nun kann man natürlich sagen, oh, meiner Schildkröte geht's gut, meine Schildkröte mag das, meine Schildkröte kommt auf mich zu. Ja, das sind alles ganz tolle Sachen, das kann sich der Mensch immer wunderbar schönreden. Und das finde ich so schlimm an dem Menschen, dass der so oft bei Schildkröten sagt, meine Schildkröte mag das. Woher wisst ihr denn, dass sie das mag? Sie zeigt keine Mimik, sie zeigt keine Gestik und sie leidet still und lange. Und soweit ich weiß, hat noch nie jemand den Stresspegel bei Schildkröten wirklich gemessen. Das heißt, natürlich können wir uns das dramatisch schlecht reden. Wir können uns das auch wunderschön rosarot alles toll schön reden. Wir können auch einfach realistisch sein, indem wir versuchen, den natürlichen Lebensraum nachzuahmen, zu wissen, welche Instinkte sind bei den Schildkröten verankert und auf diese Instinkte Rücksicht zu nehmen. Was heißt das? Wir reduzieren den Kontakt zu den Schildkröten auf das Minimum, weil wir Respekt davor haben, dass es wirklich wahnsinnig tolle Tiere sind, die seit Jahrmillionen Jahren diese Erde bevölkern und sicherlich in gewisser Weise sich den entsprechenden Umständen anpassen, aber es sind trotzdem irgendwo noch mehr oder weniger Wildtiere. Und wenn wir die Schildkröten so lieben, wie wir es ja eigentlich wollen und sollen, und ja, dann ist es wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen. Man darf aber realistisch sein, dass man nur nicht übertreiben muss und die Schildkröten immer sich selbst überlassen muss. Manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden, die Schildkröte zu tragen, zum Beispiel indem man sie nachts zum Schutz vor Feinden ins Frühbett setzt und dieses verschließt oder wenn man zum Tierarzt fahren muss. Und es ist auch kein Drama, wenn man die Schildkröte jetzt tatsächlich mal aus der Hand füttert oder mal über den Panzer streichelt. Es geht hier wirklich darum, ein gesundes Maß daran zu finden, die Schildkröte zu respektieren als Beobachtungstier, aber trotzdem ein gewisses Maß an Berührung zuzulassen. So eigentlich ist es viel mehr eine Geduldsprobe an uns Menschen, als dass es den Schildkröten letztendlich schadet oder nützt, je nachdem, welche Meinung man gerade vertritt. Wir wissen nicht zu 100%, wie viel Stress die Schildkröten nun tatsächlich aushalten können, wie viel sie aushalten wollen, wie viel Berührung sie vielleicht sogar gut finden. Und so würde ich sagen, als realistischen Mittelweg, die Schildkröten wirklich beobachten. Stellt euch neben das Gehege, werft einen Blick ins Gehege, beobachtet die faszinierenden Tiere, wie sie sich dem Wetter entsprechend verhalten, der Jahreszeit, sich untereinander verhalten, wie sie den Tag verbringen. Ihr könnt euch auch in das Gehege setzen und dort warten, dass die Schildkröten auf euch zukommen und dann könnt ihr sie auch berühren oder vielleicht etwas aus der Hand füttern. Aber es muss eben von ihnen selbst kommen und es darf auch nicht übertrieben sein. Die selbstständige Nahrungssuche soll trotzdem weiterhin die dominante, der Schwerpunkt in der Ernährung sein. Und die Schildkröten sollen zwar Vertrauen zu Menschen haben, aber der Mensch soll nicht an erster Stelle stehen. Denn an erster Stelle stehen die Schildkröten und das natürliche Verhalten. Und die Prägung auf den Menschen ist einfach nicht natürlich. Und wir wollen doch die Natürlichkeit der wunderbaren Tiere erhalten lassen. Wir wollen keine Tiere, die sich uns anpassen. Wir wollen die Tiere so akzeptieren, wie sie sind. Findet ihr nicht? Ich finde die Schildkröten so faszinierend und ich möchte sie gar nicht verändern, nur damit ich mich daran bereichern kann. Ich finde sie toll, so wie sie sind. Und deswegen akzeptiere ich sie so, wie sie sind und ich nehme Rücksicht auf das, was sie wollen und worauf sie vielleicht gestresst reagieren könnten. Stellt euch vor, ihr reist in den natürlichen Lebensraum und seht dort eine Schildkröte oder ein anderes Tier. Oder auch im Garten, es können ja auch andere Tiere sein. Da sitzt ein Vogel oder da sitzt ein Eichhörnchen oder was. Es gibt sicherlich Leute, die sofort hinrennen und alles anfassen müssen. Aber in der Regel ist man sich bewusst, dass man eine gewisse Distanz wahren muss, damit dieses Tier nicht gestresst wegläuft oder wie zum Beispiel ein Rehkitz ängstlich dort wartet. Und so ein bisschen ist es auch bei den Schildkröten. Da ist noch ein Stück Wildtier vorhanden. Also ich wünsche mir, dass ihr die Schildkröten als das seht, was sie sind,
und euch bewusst seid, dass es Beobachtungstiere sind. Beobachten steht an erster Stelle. Kleine Berührungen sind in Ordnung und das Tragen auf das Minimum auch, aber es sollte das Minimum sein. Schildkröten sind wunderbare Tiere. Verändert sie nicht nur, damit ihr euch dran bereichern könnt, sondern lasst sie so sein, wie sie sind und nehmt euch immer den natürlichen Lebensraum als Vorbild. Niemand weiß besser, was gesund für die Schildkröten ist, als die Natur selbst. Und die Schildkröten möchten sich vor Feinden aus der Luft und vom Boden schützen. Und deswegen übernehmen wir nicht die Rolle eines Feindes, sondern wir nehmen Abstand, damit sie sich sicher und geborgen fühlen. Und zudem gestalten wir das Gehege so sicher mit einem wilden Gehege, damit sie sich auch dort geschützt fühlen. Thank you.